Per FaceTime jetzt zugeschaltet, Daniel Theiss, Elias Harris, beide bei Bamberg unter Vertrag, spielen noch Basketball. Ihr kennt sie 100%. So, jetzt fragen sich die Zuschauer vielleicht draußen, ihr spielt zwar im selben Team, aber ihr seid ja nicht verheiratet, auch wenn er jetzt gerade schön dicht beieinander sitzt. Warum sitzt ihr zusammen? Wir wohnen in der Doppelhaushälfte, also okay. Wir sind quasi Nachbarn. Dadurch schauen wir öfter mal Basketball zusammen. Oder? Und ihr seid bei dir, Elias. Warum, Dani? Hast du keinen großen Fernseher? Oder was gibt den Ausschlag? Er umgekehrt. Wir sind bei ihm. Ach, okay, ihr seid. Okay, alles klar. Gut, das hatte ich falsch verstanden. Also du ohne vernünftigen Fernseher oder was? Ich hab die bessere Internetverbindung. So sieht's aus. Sehr schön. Haben wir selber auch noch nie so erlebt oder gespielt. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen tiefen Kader zu haben, was wir haben. Wir können durchrotieren, können so ein bisschen Kräfte sparen, aber alles in allem wird es eine kräftezehrende Saison. Hat er gut gemacht. Macht er super. Reden so kann er gut. Danke, Jungs. Danke, Jungs, sagt er. Ich sehe einen abfälligen Blick. Nee, hat uns gefreut. Danke dafür. Dann noch einen schönen Abend. Jetzt ab ins Bett. Morgen ist ein schönes Spiel, hoffentlich für euch. Wir drücken die Daumen und freuen uns nächste Woche, euch gegen Athen bei uns auf ProSieben zu sehen. Und ja, macht es gut. Hat mich gefreut. Dankeschön. Dankeschön. Euch viel Spaß noch. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Ja, Ulm ist auch eine Mannschaft, die natürlich sehr gut offensiv spielt, die sehr schnell spielt auch, die auch oft früh den Wurf sucht und auch davon lebt, immer wieder in der Defense ein bisschen zu gamblen, um einen Steal zu holen. Aber es hakt natürlich auch in der Defense ein bisschen. Also in einem Europa-Wettbewerb zu Hause 82 Punkte zu bekommen, ja, das ist eine Menge. Ich glaube, in der Offense ist Per Günther einfach der Dreh- und Angelpunkt. Also der ist derjenige, der wie ähnlich wie Redding den Ball in der Hand hält, der Plays für seine Mitspieler macht. Für mich ist er der Mann, der mit dem es steht und fällt bei den Ulmern. Lass uns vielleicht noch ganz kurz bei ihm bleiben. Der spielt für mich, ist für mich einer der absolut besten Point Guards der BBL, obwohl es so viele Deutsche nicht gibt. Wird der vielleicht sogar ein bisschen underrated, weil er eben kein Ami ist, so banal wie es klingt? Ja, das kann schon sein. Also ich glaube auch, dass Per ein sehr, sehr guter Spieler in der Liga ist. Also gerade offensiv leitet er seine Mannschaft hervorragend, hat mittlerweile auch sehr viel Erfahrung natürlich auf dem Level gesammelt und ist mit Sicherheit einer derjenigen, die da wirklich eine hervorragende Rolle spielen in der Liga. Interessant, also ein bisschen Wundertüte natürlich, wie du schon sagst. Bilbao in den letzten Jahren natürlich in Spanien hervorragend gespielt, auch international wirklich gute Spiele abgeliefert. Also ich war auch ganz erstaunt, dass wir das jetzt hier so gesehen haben und dass Alba nach dem Spiel, das ich vor allen Dingen am Wochenende gesehen habe hier, auf einmal so eine Leistung zeigt. Von den Bayern zerlegt worden? Aber jetzt komplett. Und jetzt, ja, mit, ich glaube, sogar 4 Leuten in Double Digits, heißt, die müssen echt gut gespielt haben.